Your Friends, und zwar endlich wieder mal ein langes Video, ein normales YouTube-Video. Jawohl, was soll ich sagen? Heute steht was krass an, und zwar wir machen heute eine Foodtour in unserer Stadt Osnabrück City. Wir werden die Stadt mit euch entdecken. Also ich kenne mich nicht so gut aus, deshalb wird mein Bruder für mich übernehmen. Er kennt sich besser aus, also er wird uns einfach die Orte suchen, wo wir einfach essen werden. Es werden verschiedene Orte sein, wir werden uns gönnen und wir werden das Essen schließlich auch bewerten. Mal gucken, wie das schmeckt. Wir sind ready. Outfit-Check erstmal. Auf ganz easy. Bist du ready, Bruder? Auf jeden Fall. Du musst dich auskennen, also du weißt, wo wir hingehen, ne? Ja. Und du schlagst vor. Und du wirst dich überraschen. Und wir werden zusammen auch bewerten. Jetzt geht's für uns ab in die Stadt. Wie lange brauchen wir? So 20 Minuten, oder? Ungefähr. Maximum 20 Minuten, dann sind wir da. Und die erste Station soll wild sein. Wir werden uns überraschen lassen, wie der Bre gesagt hat. Also Freunde, let's go. Wir sehen uns da vor dem Restaurant. Wir sind an dem ersten Ort angekommen, Freunde. Das ist? Aleppo. Aleppo-Bus. Also, das ist ein Restaurant, aber auf eine ganz andere Art und Weise. So Freunde, wir haben uns Kebab bestellt. Zweimal Aleppo-Kebab. Soll eigentlich der beste Kebab in ganz Osnabrück sein, oder dir? Ja, jeder sagt das. Kommt alle hier hin, probiert das. Wir werden jetzt testen und dann werden wir euch also sagen, wie das schmeckt. Also wir werden das von 1 bis 10 bewerten und easy going. Ich freue mich drauf. Kebab Wallah schon lange nicht mehr gegessen. Bombastisch. Erster Eindruck. Boah. Seien wir ehrlich, also. Bombastisch. Wallahi, 10 von 10. Also erster Eindruck so. Wenn ich so sehe, 10 von 10. Boah, Geruch. Gibt euch Freunde. Boah, das riecht schon heftig. Nehmen wir jetzt uns ein Kebab raus. Oje, oje. So, Hälfte. Dann nehmen wir das hier. 10 von 10. Das sind Tomate, Matomate. Deine Tante spielt Karate, Bismillah. Mhm. Wallahi. Noch ein Biss. Mhm. Ist wirklich der leckerste Kebab, den ich jemals gegessen habe. Wirklich, der schmeckt so gut. Ich fühle das so lecker. Probier du jetzt, vom Fisch. Arabische Brot, Bruder. Das sieht saftig aus. Alter. Dazu noch Falafel. Komm, Bruder, beiß mal rein. Oh, ey, 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 saftig. Richtig. Oi, oi, oi. Und jetzt? Bewertung von 1 bis 10, aber ehrlich. Aber es klingt richtig krass. Also von 1 bis 10? Schon 9 bis 9,5. 100 pro. Stark, Junge. Letztes Stückchen. Bismillah. Hm. Hm. Wallahi lecker. Oh, Freunde, was soll ich sagen, Bruder? Von 1 bis 10? Baba. Wallahi, lecker, lo. Da kann man nicht sagen, Bruder. Der leckerste Kebab, was ich jemals gegessen habe. Boah. Ich sag's euch, Freunde, der leckerste Köfterspieß oder Kebab-Dings, was ich jemals gegessen habe. Also, war echt 10 von 10. Wenn ich irgendwann Bock auf Kebab habe, dann komme ich hier hin. Keine Werbung oder so, aber Ehrlichkeit muss sein, Bruder. Ich sag's euch, ich bin einfach ehrlich. So, wir sind an dem nächsten Standort. Der Bre hat was bestellt? Pide mit Dönerfleisch. Pide mit Dönerfleisch, easy going. Und natürlich Oludak ist da. Der gönnt sich Fanta Exotica. Ja, nee, was soll ich sagen? Das ist für Männer, Bruder. Das ist Männergetränk, Oludak. 10 von 10. Ich bin mal gespannt. Pide mit Döner. Werden wir probieren. Unser Pide ist da, Freunde. Das ist mit Hähnchen. Das ist mit normal. Und ja, Freunde. Wir beißen jetzt rein. Komm dir. Bist du ready? Bismillah, hab ich doch gesagt. Noch einmal. Bismillah. Ist hart? Heiß, Bro. Ha. Sehr heiß. Ist nicht scharf, aber. Inshallah haben die nicht scharf gemacht. Ich mache keinen scharf. Ist nicht scharf, aber Bruder, schmeckt echt geil. Voilà. Komm, Bruder. Komm, beiß mal noch ein, zweimal ran, Bruder. Du musst einfach ein bisschen essen und dann kannst du bewerten. Ist heiß. Was sagst du? Heiß. Heiß? Und lecker. Hm? Und?
Muss ein bisschen essen. Scharf? Scharf ist es nicht. Aber schmeckt nicht so besonders. Nein? Ja, mit Hähnchen vielleicht. Weiß ich nicht, ob es an dem Hähnchen liegt. Oder ob das gar nicht schmeckt. Aber die Käse schmeckt schon gut. Das Fleisch schmeckt gar nicht. Also man schmeckt nichts ab. Insgesamt nicht so gut. Bewertung kommt gleich, wenn wir alles aufgegessen haben. Hm. Man sagt, der letzte Biss schmeckt am besten. Aber es hat gar nicht geschmeckt, sag ich euch ehrlich. Boah, Freunde. Wir waren, by the way, bei McDöner und ich muss ehrlich sagen, also Pide und Döner, keine geile Kombi. Keine geile Kombi für mich. Jetzt ist der Bille dran, also ich sag ehrlich, von 1 bis 10 gebe ich eine 5 von 10, damit ich nicht so unfair bin. Nicht unter 5. Und was sagst du? Also ich hätte mehr gedacht. Wie viel gibst du? 6 bis 7, mehr nicht. Also hat auch nicht so gut geschmeckt? Nee, also es war ein bisschen mehr Tomaten als das andere Gemüse so drin. Es war nur Käse, Bruder. Sei mir ehrlich, das war nur Käse. Das war nur Käse. Und man hat dieses Tomatenwasser richtig geschmeckt, aber Dönerfleisch zum Beispiel nicht. Naja, was soll man machen? Auf jeden Fall, jetzt geht's nächste Station. Wo gehen wir jetzt hin? Hm? Wo gehen wir jetzt hin? Lass mal Burger essen gehen. Hä? Leckeren Burger. Das was kann man essen? Ein Burger. Freunde, Burger wird nichts, da alles nicht halal ist. Es wurde nicht halal geschlachtet. Leider ist es nicht halal Burger, deshalb können wir das nicht essen. Das heißt, wir gehen jetzt Last Station, und zwar letzte Station, und zwar wir gehen jetzt einfach Nachtisch. Nachtisch, was ganz leckeres, und zwar? Lokma. Werden wir probieren. Zum ersten Mal. Mal gucken. Probieren wir. Man kann auch die Füllung auswählen, oder? Füllung, man kann alles aussuchen. Schokolade und so alles, oder? Ja. Kann man was aussuchen? Natürlich. Geil, Mann, komm, ich freue mich drauf. Das sollte eigentlich auch gut schmecken. Ich freue mich drauf. Bruder, die haben einfach zu, steht auf der Homepage um 9 Uhr. Um 9 Uhr. Montag, Rottag, Dienstag bis Sonntag bis 21 Uhr. Wie spät haben wir? 21 Uhr, Bruder, wir haben 20.30 Uhr. Guck, guck. Jetzt müssen wir woanders nachts essen gehen. 20.30 Uhr. 20.30 Uhr, Bruder, ihr dürft nicht so früh. Chef, du musst einfach Bescheid sein, die machen einfach Frühschluss. Erstmal, Allah, ihr sieht 10 von 10 aus, oder Jungs? Was sagt ihr? 10 von 10? By the way, Jungs, ihr könnt euch auch vorstellen, ihr seid dann im Vlog dabei. Okay. Wer bist du? Flap. Wie heißt du? Flap. Flap? Flap. Und du bist? Und du? Ich bin Julian. Julian. Und du? Und ich bin Imran. Imran. Okay. Ihr könnt gleich auch abschmecken, Jungs. Ja. Ich esse erstmal, ich schmecke erstmal ab. Ich habe noch nie mit Messer und nichts gegessen, aber egal. Machen wir. Klar. Mit ein bisschen Eis drauf. Ah. Voilà, schon gut. Schmeckt schon lecker. Steifen. Kennt ihr? Mit weißer Schokolade. Vielleicht wird es immer am besten. Hä? Weiße Schokolade ist immer am besten. Black Lives Matter. Die besten Filme des Jahres. Highlights für die ganze Familie. Schmeckt echt Baba. Sei mal ehrlich, von 1 bis 10? Was sagst du, Bruder? Von 1 bis 10? Auf jeden Fall 10 von 10. Zum ersten Mal das erste. Steife. Du sagst von 1 bis 10? 9 bis 9,5. Ich gebe auch 9 bis 10. Glaub mir, es schmeckt echt gut. Jungs, ihr könnt auch probieren. Wir probieren ja, wir wollen nicht satt werden. Komm hier, Jungs, hin. Also, ich sag's euch, Freunde, wir wollten eigentlich Lokma essen gehen, aber das hier. Das hier ist 1000-mal besser, glaube ich. 10 von 10. Sag ich euch ehrlich. Wirklich lecker. Also es lohnt sich. Das war unsere zweite Alternative. Aber trotzdem, also schmeckt echt gut. Sag ich euch ehrlich. Boah. Boah, Mann. Steife. Bismillah. Ja, Mann. Kannst du kannst kurz aufnehmen? Ich schwöre, 10 von 10. Nichts anderes mehr. Finito. Alles abgegessen. Ich sage euch ehrlich, 10 von 10. Erdbeeren. Standard. Aber ansonsten, Waffel 10 von 10. Alles 10 von 10. Diese Kombi.
10 von 10. So, Freunde, ja, die Tour ist zu Ende. Wallahi, sage ich euch ehrlich, für mich war das jetzt einfach als Nachtisch perfekt, oder? Was sagst du? So was von Charlies Waffe kann man nur empfehlen. 10 von 10, sage ich euch ehrlich. Aber Nummer 1, Aleppo. Aleppo Restaurant, Aleppo Bus, dies, das. Und dann kommt Charlies Waffeln, also als Nachtisch war das einfach top. Und dann kam Dings da, McDonald's. Sehr enttäuschend. Mit dem Dings da, mit dem Pide und Dönerfleisch, das war nicht so. Wirklich sehr, sehr, sehr enttäuschend. Leider war ich auch enttäuscht. Also ich habe mehr erwartet. Die haben auch nicht so viel Fleisch reingetan. Und das Fleisch hat auch nicht so gut geschmeckt, sage ich euch ehrlich. Also deshalb so nur ein 5 von 10. Naja, Freunde, ist der nächste Tag. Ich habe vergessen, das Video zu beenden. Auf jeden Fall, Freunde, es war einfach geil. Es hat uns alles geschmeckt. Also Pide war okay. 5 von 10, muss ich ehrlich sagen. Also uns beiden hat das nicht so ganz geschmeckt. Die haben auch weniger Fleisch reingetan, zu viel Käse. Es war einfach nichts für mich. Aber Kebab war 10 von 10. Diese Waffen waren auch 10 von 10, muss ich ehrlich sagen. Und ja, Freunde, habt ihr Bock, dass wir auch in andere Städte kommen? Vielleicht mit euch sogar eine Foodtour machen, in deine Stadt kommen und dann mit dir Foodtour machen. Also Essen auf meinen Nacken. Du darfst auch Essen auf meinen Nacken. Ja, Freunde, habt ihr Bock drauf? Kommentiert mal, in welche Stadt sollten wir kommen. Und ja, wir kommen vorbei. Kuss.